Ja, ich habe das nach angezeichnet. Versucht es halt eben in euer Heft halt eben so ähnlich abzuzeichnen. Wir haben hier die Kugel an drei verschiedenen Positionen. Wir werden sie gleich noch an anderen Positionen setzen, aber erstmal nur an diese drei Positionen. Wie gesagt, sie startet von hier, läuft hier durch den tiefsten Punkt, läuft wieder nach hier und wieder zurück und so weiter und so fort. So, betrachten wir erstmal nur einen Durchgang halt eben, dann können wir uns erstmal auf folgende Begrifflichkeiten einigen. Ich habe jetzt zwei verschiedene Höhen gekennzeichnet. Einmal die Höhe, wenn die Kugel in der Position ist und einmal die Höhe, wenn die Kugel hier ist. Das ist der tiefstmögliche Punkt. Das heißt, ich nenne jetzt diesen Lagepunkt oder diese Höhe, das ist für mich H0. Solltet ihr lesen können, das ist H0. So, das ist der Startpunkt. So, den nenne ich jetzt mal die Maximalhöhe. Ne? Deswegen sage ich da H max zu. So, jetzt betrachten wir einfach mal die Geschwindigkeiten. Wenn ich hier die Kugel halte, dann ist hier die Geschwindigkeit 0. So, 0 Meter pro Sekunde. So, er fängt an zu laufen und hat hier unten jetzt seine Maximalgeschwindigkeit. Ich nenne das V Max. Ne? V Max. So, damit haben wir schon mal eben ganz wichtige Punkte. Wir nennen das hier H Max. Der Unterpunkt ist H0. So, wie sieht das mit der Energie aus? Gucken wir uns das doch mal in Ruhe an. Moment, muss ich mal gucken. Wo ist denn da? Ist er doch. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Ja. Okay, also, wir haben jetzt hier drei Positionen eingezeichnet. Position 1, Position 2, Position 3. Position 1 und Position 3 sind sich sehr ähnlich, sind eigentlich symmetrisch, sodass mich erstmal nur Position 1 und Position 2 interessiert. Und ich nenne jetzt mal sozusagen meine Energie an den beiden Punkten E1 und das nenne ich E2. Ne? Das sind römische Ziffern, die römische Ziffer 1, die römische Ziffer 2. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht das mit den Energien aus? E1. So, der Körper hat keine Geschwindigkeit. Von Spannenergie brauchen wir nicht zu reden, der Körper hat keine Geschwindigkeit, hat nur Lageenergie. Und zwar, wir nennen das jetzt mal die Gesamtenergie, ist nur Lageenergie. Und das ist gleich m mal g mal h max. Ne? Ne? Keine kinetische Energie an dem Punkt, nur Lageenergie, m mal g mal h. Und ich habe das als meine Maximalhöhe definiert, also ist meine Gesamtenergie an der Stelle 1 m mal g mal h max. Wie sieht das denn mit der entsprechenden Position 2 aus? So. E Gesamt ist gleich, aufgepasst, der Körper hat seinen tiefsten Punkt erreicht, aber er hat seine höchste Geschwindigkeit. Das bedeutet, er hat keine Lageenergie, aber natürlich kinetische Energie. Und zwar, das ist hier E-Kin ist gleich 1/2 m mal V Max Quadrat. Hm? Relativ klar, hier nur Lageenergie, m mal g mal h max, hier nur kinetische Energie, 1/2 m mal v Quadrat max. So, jetzt machen wir Folgendes und jetzt gucken wir uns mal einen dritten Punkt an. Und zwar kann ich jetzt hier nochmal die Kugel gruppieren. So, da ist sie jetzt. Und ich schiebe sie jetzt mal an einer ganz bestimmten Stelle und zwar hier hin. So, jetzt haben wir plötzlich eine Position zwischen Position 1 und 2. Das heißt, der Körper kommt hier aus 1, läuft durch 2 durch und hat jetzt hier eine Position, ja, die nach der Position E2 ist, aber noch nicht wieder bei der Position E1 ist. Deswegen nenne ich das Ganze jetzt mal hier E3. So. Und wie sieht das mit der Energie aus? Und jetzt müssen wir aufpassen. So, die gesamte Energie. Jetzt hat der Körper
natürlich eine bestimmte Höhe über seinem entsprechenden Nullpunkt. Das bedeutet, wir haben hier die Höhe h. Und er bewegt sich, hat also hier eine Geschwindigkeit, die größer ist als 0. Deswegen schreibe ich hier einfach v hin. Für den Vektorpfeil, damit wir noch wissen, dass Geschwindigkeiten Vektoren sind, könnte ich hier auch nochmal machen. Das ist ein bisschen netter, ne? So, bedeutet also jetzt, an der Position hat mein Körper beide Energieformen. Hatte er hier nur Lagerenergie, hier nur kinetische Energie, hat er an der Stelle beide Energieformen. Ich muss also hinschreiben, E gesamt ist gleich E kin plus E Lage. Und das ist 1/2 mv Quadrat plus m mal g mal h. Ne? Ich schreibe hier nicht v max hin, denn sie ist auf jeden Fall kleiner als v max. Ne? Ich schreibe hier nicht h max hin, denn das heißt auf jeden Fall auch kleiner als h max, aber größer als 0. Die Geschwindigkeit ist auch größer als 0. Also kriegen wir raus für die Gesamtenergie 1/2 mv Quadrat plus m mal g mal h. Ne? Das ist das Tolle an diesem Fadenpendel. Ne? Nur Lagerenergie wird umgewandelt in kinetische Energie und bei dieser Umwandlung tauchen dann sozusagen Situationen auf, in denen der Körper beide Energieformen hat. Geschwindigkeit, Lagerenergie, kinetische Energie und Lagerenergie. Ne? So, das ist toll. Jetzt habe ich hier etwas suggeriert. Und das, was ich hier suggeriert habe, möchte ich euch mal experimentell auch mal vorführen. Dazu muss ich ein bisschen das Experiment umbauen.